stars. Ich habe gesagt, ich möchte nicht die Presse dabei haben, weil für mich ist das gut. Ja, also für mich war es die zeitlich naheliegendste Option, Sputnik zu bekommen. Ich habe mich informiert. Aus meiner Sicht ist Sputnik einer der hochwertigsten Vektorimpfstoffe. Von daher, ich glaube, 50 Länder haben es eh schon auf der Zulassungsliste. Also ich scheitere es meiner Meinung nach nur an der Behörden in der EU, aber nicht an der fachlichen Qualifikation des Impfstoffs, aus meiner Sicht. Also ich habe die ganze Zeit Angst gehabt und gewartet auf den Einstich und dann hat sie schon das Pflaster drauf gemacht und sagte, nö, ist fertig. Winzige Nadel, sehr, sehr erfahrene Krankenschwester, also wirklich gar keine Probleme. Mir wurde gesagt, ich fange an Russisch zu sprechen und ähnliche Scherze. Ich glaube, die Scherze drumherum waren schlimmer als das, was passiert ist. Ja, ich denke, abwarten. Ja, ich denke, das Gute ist, man kann wieder reisen, man kann wieder Leute treffen. Also ich sehe es bei Freunden in Israel, wie da die Normalität zurückkehrt. Das wird zwar allgemein in Deutschland eine Weile dauern, aber ich bin froh, dass ich mir nicht immer die Sorgen machen muss, habe ich jetzt was falsch angemacht, fast habe ich die Maske oben richtig zugeklippt. Also ich glaube, das ist schon schön, jetzt nach ungefähr einem Jahr mit diesem permanenten leichten Stresslevel zu sagen, okay, ich bin sicher. Das ja, ist dann ein schönes Erlebnis, denke ich. Ja, alle sind sehr zufrieden, alle sind überrascht über das große Medieninteresse, aber wir sind zufrieden, so gelaufen, wie wir es geplant haben. Die Behandlung war, glaube ich, sehr professionell und alle haben sich wohl gefühlt. Wir haben eine Warteliste von ungefähr 500 Leuten, die fliegen möchten. Wir haben diese Nachfrage generiert, ohne Werbung, ohne Marketing. Es ging rein Mund zu Mund und Propaganda in der Presseveröffentlichungen. Und das wollen wir auch weiterhin so handhaben. Und wir planen so 50 bis 60 jede Woche nach Moskau. Soll ich ihn diktieren? Ach, das geht schon. Wir können gleich noch Ну, конечно же. Я же прекрасно делаю инъекции. Как давно вы делали? Радовались и благодарили. Кто-то переживал, нервничал? Ну, конечно. Все мы люди, все мы переживаем. И, вероятно, пациенты тоже. Ну, лично мне об этом они не говорили.